André Thielen. Glückwunsch zu den 3 Punkten. Sie sind kurz vor der Pause reingekommen, direkt ein Tor gemacht. Wie zufrieden sind Sie? Ja, ich glaube, die Frage kann ich mit einem sehr zufrieden beantworten. Besser geht es eigentlich nicht. War lange verletzt. Komm rein, mach direkt ein Tor, gewinn 3-0. Ich denke mal, gibt es nicht viel mehr, womit man sich zufrieden geben kann. Im Vorbericht war noch zu lesen, dass Sie für heute, glaube ich, eigentlich noch gar nicht zur Verfügung stünden. Jetzt sind Sie doch reingekommen. Wie fit sind Sie schon wieder? Ja, also Muskelfaserriss ist verheilt. Lufttechnisch fehlt noch einiges. Deswegen war eigentlich geplant, dass ich vielleicht 20, 30 Minuten spiele. Im besten Fall gar nicht. Situation hat es halt ein bisschen anders hergegeben, aber war dann im Endeffekt in Ordnung. Es war ein starker Auftritt in der zweiten Hälfte oder insgesamt. Ab der 20. Minute haben Sie Salmrohr dominiert. Wie können Sie das beschreiben? Wie stolz macht Sie das, dass Sie als Aufsteiger gegen Salmrohr in Salmtal hier ja, so dominiert haben? Ja, sehr stolz. Ne? Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Man hat heute auch wieder gesehen, dass es uns viel mehr liegt, wenn wir aggressiv verteidigen, wenn wir offensiv verteidigen. Das haben wir die ersten 15 Minuten nicht gemacht, haben es dann ein bisschen umgestellt und da hat man gesehen, dass es uns viel, viel besser liegt, aus dem eigenen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte offensiv zu spielen. Und ja, das hat man dann die letzten 70 Minuten, sage ich jetzt mal, gut gesehen. Sie haben Ihren Job mehr als gut erledigt, wurden dann am Ende kurz vor Schluss nochmal ausgewechselt. Besondere Krönung oder wie haben Sie die Aktion erlebt? Nee, ich habe mich gefragt, ich wollte eigentlich einen anderen rausholen, ob es bei mir noch geht. Und dann habe ich gesagt, lieber nicht. War dann genau 45, bisschen mehr als geplant, das war dann in Ordnung. Jetzt geht es ja direkt weiter am Mittwoch, ein schweres Pokalspiel gegen den Mitte-Bezirksliga-Tabellenführer, am Wochenende gegen Elscheid. Ja, zwei anspruchsvolle Spiele wieder. Ist es gut, dass es direkt weitergeht ohne viel Pause? Ja, schon. Also eigentlich ist es gut. Wir haben jetzt soweit Großteil des Kaders wieder zur Verfügung. Deswegen am Mittwoch eine super schwere Aufgabe, ein sehr unbekannter Gegner. Werden die auf keinen Fall unterschätzen. Und dann haben wir wieder Pause bis Sonntag. Ist eigentlich sehr gut, dass wir jetzt Samstag spielen, nächste Woche erst wieder Sonntag. Da kriegen wir übers Training gut gesteuert.